Angesichts der Tatsache, dass in 10 Jahren in der Bundesrepublik von deutschen Männern 3 Millionen Frauen vergewaltigt werden, wie denken Sie darüber nach, dass Sie Angehöriger dieses Geschlechts sind, das sowas macht? Wenn ich Filme mache, denke ich nicht daran, dass ich jetzt feministische Filme mache, sondern ich denke daran, was mich interessiert. Und darüber können wir auch über ein Kohlenbergwerk was machen als Frau. Also es kommt drauf an, auf die Perspektive, die man entwickelt und das Bewusstsein, das man entwickelt. Mutti, ja? Liest du mir noch was nee, vor? Heute lese ich dir nichts mehr. Oh, doch, das ist Kapitalistensendung. Ich habe dann halt so diese Art von Mama gesucht in den Freundinnen, was natürlich ein Desaster war. So coole, schicke Frauen. Also nicht gerade die emotionalen Feuerbomben oder wie auch immer, keine Ahnung. Vor 50 Jahren hielt Helge Sander jene legendäre Rede, der Beginn dessen, was wir heute als autonome Frauenbewegung bezeichnen. Wir müssen hier nämlich mal feststellen, dass an der Gesamtgesellschaft etwas mehr Frauen als Männer beteiligt sind und fordern, dass sie berücksichtigt werden. Mein Schwanz soll auch abgehakt werden. Und ich finde das also eine ziemliche Schweinerei von den Frauen. Meine Schwiegermutter, die hatte so 3 interessante Freundinnen und die haben sich eben auch über Politik unterhalten. Und das kannte ich nicht, dass Frauen untereinander offen diskutierten. Und das war alles wirklich neu für mich und grundsätzlich. Als Bürgerin bin ich Feministin und als Künstlerin mache ich jeden Quatsch mit. Kommt rein. Ich räume auf.